Wir haben ja mit dieser Unternehmenssteuerreform 3 eine volkswirtschaftlich sehr bedeutende Reform gestartet. Zum einen geht es uns darum, die internationale Akzeptanz in diesem ganzen Steuerbereich zu haben, rechtliche Rahmenbedingungen zu haben, die fest sind dann. Wir wollen einen Standort Schweiz haben, der attraktiv ist vor allem für Innovation, Investition und für Arbeitsplätze in der Schweiz. Wir haben bis heute ein Steuersystem, das attraktiv ist, einen attraktiven Rahmen bietet für die Unternehmen in der Schweiz, ein Steuersystem, das auch zum Wohlstand der Schweiz beigetragen hat. Haben wir zunehmend Probleme bekommen mit unserer Form der Unternehmensbesteuerung. Wir können damit mit der Vorlage, die wir jetzt haben, auch eine Steuerkontroverse mit der EU beilegen. Von der Abschaffung der Sonderstatus oder Steuerstatus für Holding- und Verwaltungsgesellschaften betroffen sind Headquarters von internationalen Konzernen, dann sind es Großhandelsgesellschaften und es sind KMU-Holdings. Die werden diese Sonderstatusregelungen nicht mehr haben. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit mit Patentboxen, das ist dasselbe wie die Lizenzboxen, wir nennen sie jetzt Patentboxen. Das heißt, wir haben dann privilegierte Besteuerung von Erträgen aus Patenten, und zwar entsprechend dem internationalen Standard. Daneben sollen die Kantone ermächtigt werden oder die Möglichkeit haben, erhöhte Abzüge für Forschung und Entwicklung in den Kantonen vorzusehen. Wir haben als weitere Maßnahme die Anpassung bei der Kapitalsteuer. Dann ist die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital ein Thema, das uns auch lange schon beschäftigt. Dann haben wir als weiteres Instrument die Aufdeckung stiller Reserven. Dann haben wir bei der Besteuerung von Dividenden, halten wir daran fest, was wir nach der Vernehmlassung schon festgehalten haben, dass wir 70%, also bei Beteiligungen von mindestens 10%, dann eine Dividendenbesteuerung von 70% auf Bundes- und Kantonsebene vorsehen. Jetzt komme ich zu den finanzpolitischen Maßnahmen, beschäftigen uns natürlich auch. Wir sehen auf der einen Seite vor vertikale Ausgleichsmaßnahmen des Bundes zugunsten der Kantone. Das haben wir immer gesagt, die Sonderstatus, das sind Regelungen der Kantone heute. Der Bund hat das nicht, hat keine Sonderregelungen im Steuerbereich. Wir sind bei den Kantonen, wenn man das Volumen anschaut, sind es ungefähr 2 Milliarden Franken, die über Unternehmen hereinkommen, alle Kantone miteinander über Unternehmen hereinkommen, die Sonderregelungen haben. Beim Bund sind es 3,6 Milliarden, weil der Bund voll besteuert. Ich möchte damit sagen, es ist durchaus auch im Interesse des Bundes, dass die Unternehmen hier bleiben. Und das ist auch der Grund, warum der Bundesrat dem Parlament vorschlägt, sich eben hier gleich zu beteiligen, also halb zu beteiligen an den Ausfällen dann, die insgesamt entstehen. Es ist ungefähr 1 Milliarde Franken. Also der Bund